Socks. Hallo Peter, na? Wieder am Leichenfleddern? Guten Morgen, Moritz. Ja, was muss, das muss, oder? Na gut. Also Peter, was haben wir hier? Ach, schau selbst. Hier, vor dem Kleiderschrank liegt die Leiche. Und sehr viel Blut. Igitt, was ist das denn? Diese Leiche geht wohl nirgendwo mehr hin. Ja, beide Füße sind abgerissen. Oder besser... abgebissen. Wer sind Sie denn? Nicole Eberlein. Und Sie müssen wohl Moritz Hammerschmidt sein, der leitende Kommissar. Es ist schon nach 10 Uhr. Schön, dass Sie sich auch mal am Tatort blicken lassen. Peter? Was macht diese Zivilistin an meinem Tatort? Sie ist eine Sonderermittlerin, soweit ich das verstanden habe. Etwa Parapol? Parapol? Sie glauben wohl an alles, was Sie auf dubiosen Internetplattformen hören. Nein, ich komme von der FUSI. Was? Ich bin Sonderermittlerin vom Welttextilbranchenverband unter Abteilung Fußbekleidung. Kurz FUSITEX oder FUSI. Wie bitte? Ich, Sonderermittlerin. Du, Kommissar. Hier, Verbrechen. Wir aufklären. Du verstehen? Nein, ich verstehe nicht. Sie sind keine Polizistin. Sie sind... Was sind Sie? Sonderermittlerin vom Welttextilbranchenverband. Unterabteilung Fußbekleidung. Und was machen Sie an meinem Tatort? Aufklärungsarbeit. Und bevor Sie fragen, hier. Ich bin von der Bundesregierung beauftragt worden, hier in Deutschland diese Fälle zu untersuchen. Tatsächlich. Von ganz oben angeordnet. Natürlich. Die FUSI arbeitet immer im Auftrag. Sie sagten, diese Fälle. Es gibt also noch mehr? Ja, es gibt noch mehr. Sehen Sie, dieser Leiche wurden beide Füße abgebissen. Ja, also, das ist noch unklar. Nein, das ist glasklar. Weltweit treten diese Fälle spontan verblutens durch abgebissene Füße auf. Meist im Schlafzimmer. Das ist doch Unsinn! Wer beißt denn Füße ab? Weltweit, sagen Sie. Wie viele dieser Fälle gab es denn bisher? Weltweit etwa 500. 500? Es gab ähnliche Leichen in Tokio, Washington DC, Moskau, London und Jenschwalde. Das sind die Hotspots mit den meisten Toten. Sie meinen, da mordet sich ein Serienkiller um die ganze Welt. Sieht so aus. Und er beißt den Opfern beide Füße ab. Unsinn! Zugegeben, das ist bisher nur eine Theorie. Ha, sag ich doch. Um sie zu beweisen, bin ich aber hier. Und wie wollen Sie das machen? Ich muss erst mal was überprüfen. Ah, hier ist es ja. Was ist das? Parareometer. Spezialeinfertigung der FUSI. Misst Strahlen unbekannter Herkunft. Öffnen Sie bitte die Schublade. Ah, sehr interessant. Das ist eine Sockenschublade. Was haben Sie da gemessen? Käsefüße? Hawkingstrahlung. Wie bitte? Nun, in dieser Schublade entstehen Teilchen-Antiteilchenpaare. Sehen Sie den Wert für den Drehimpuls? Etwas überschreitet den Ereignishorizont. Welcher Horizont? In der Sockenschublade gibt es Anzeichen für ein Micro-Black-Hole. Sie meinen ein schwarzes Loch? Ja, ganz viele schwarze Löcher in den Socken. Das ist nicht lustig. Ja, und was hat das Loch mit dem Killer zu tun?
Teilchen oder Antiteilchen emittieren aus dem schwarzen Loch. Sie verstehen? Deswegen Hawking-Strahlung. Etwas kommt aus dem schwarzen Loch und zerstrahlt sich dann. Sie meinen, der Killer kommt aus der Schublade? Entschuldigen Sie, ich bin Arzt. Besser noch Pathologe und Gerichtsmediziner. Also ein Naturwissenschaftler. Und ich sage Ihnen, das ist Quatsch, was Quatsch? Sie da erzählen. Aber wir haben Leichen ohne Füße. Und das ist Ihre Erklärung? Schwarze Löcher in der Sockenschublade? Sehen Sie, ich habe meinen Schuh ausgezogen und ich halte meinen Fuß nun in die Schublade. Sehen Sie, nichts passiert. Die Socke hat nach seinem Fuß geschnappt. Das Scheißding hat meinen Zeh abgebissen. Was ist da passiert? Etwas hat den Ereignishorizont übertreten und hat die Socke mit Leben erfüllt. Und dann den kleinen Zeh von Dr. Zukowski abgebissen, bevor es sich wieder zerstrahlt hat, da die Teilchenbrücke instabil wurde. Aber was bedeutet das? Etwas dringt durch das schwarze Loch in unsere Realitätsebene. Unsere Theorie besagt, es sind Wesen aus einer anderen Galaxie. In unserer Welt ergreifen sie das, was ihrer Gestalt am nächsten kommt. Das sind nun einmal Socken. Und dann beißen sie den Menschen die Füße ab? Da sich die Vorkommnisse häufen, geht die Fusi von einer stillen Invasion aus. Stille Invasion? Kann mal einer von euch einen Arzt rufen? Ich dachte, Sie sind Arzt. Haben Sie sich nicht so. Es ist nur der kleine Zeh. Hier, sprühen Sie das zur Desinfektion rauf. Es reicht. Nicht nochmal sprühen. Aber was bedeutet das für unsere Welt? Das ist das Ende einer Ära. Das ist das Ende der zivilisierten Fußbekleidung, wie wir sie kennen. Sie meinen... Wenn wir die Invasion stoppen wollen, müssen wir die Bevölkerung warnen. Sie dürfen das nicht mehr tragen. Keine Socken, keine Kniestrümpfe, keine Strapse. Keine Strapse mehr? In was für einer Welt leben wir dann? Willkommen in der Welt der Fußlappen. Welt der Fußlappen. Welt der Fußlappen. Welt der Fußlappen. Sie hörten It Sucks. Die Sprecher: Nicole Eberlein, Yvonne Klein, Peter Zirkowski, Dominik Alexander Klein, Moritz Hammerschmidt, Mike Schlünzen. Intro und Credits: Sascha Kubert. Cover: Dominik Alexander Klein. Skript: Sascha Kubert. Schnitt: Mike Schlünzen. Musik und Sounds von freesound.org unter CC-Lizenz. Eine Produktion von Hörspielprojekt.de aus dem Jahr 2020. Das Hörspiel steht unter CC-Lizenz.